Servus Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, jetzt schon zur dritten Ausgabe des Motorcast, eurem Magazin für alle Auto- und Motorrad-Enthusiasten. Mit dabei ist auch wieder der Carsten vom Motorschuppen. Ah ja, oder? Auf dessen Kanal wir heute auch zu Gast sind. Das ist eh die Sache, nächste Woche sind wir dann wieder bei mir, das heißt, wenn euch das Format interessiert, dann abonniert gerne beide Kanäle. Ja, letzte Woche würde ich sagen, ging es eher theoretisch um das Thema Enduro-Wandern, Enduro-Fahren bei längeren Touren. Und heute geht es um die praktische Umsetzung, genauer gesagt, was für Fehler dabei entstehen können und wie man die vermeidet. Wir illustrieren das Ganze ein bisschen an Carstens Abenteuer in Albanien. Ja. Das ist eine sehr unterhaltsame Geschichte. Zum Glück sind alle Beteiligten heil gekommen, von daher kann man drüber schmunzeln. Genau. Wir haben das die fünf schlimmsten Fehler genannt, die man machen kann. Und ich würde sagen, steigen wir gleich ein. Und zwar Fehler Nummer 1 behandelt die Routenplanung. Und der Planungsexperte von uns beiden bist ja eigentlich eher du, Kerstin. Ja, genau. Ja, mit der Planung ist das halt auch immer so eine Sache. Ne? So am Rechner sieht das ja immer ganz, ganz okay aus. Auch so auf Google Earth, immer alles easy. Ne? Ja, und dann hat man halt dann so, also in Albanien waren es jetzt insgesamt so 2.500, 3.000 Kilometer ungefähr. Wobei wir das ja noch nicht mal geplant haben, weil, wie beim letzten Mal schon gesagt, das war ja die Tetrode. Aber also ich hatte dann auch zwischendurch mal eigene Routen geplant und das waren so, keine Ahnung, 2.500, 3.000 Kilometer. Das Ganze dann so in 10 Fahrtagen, ne, kommt man dann so auf einen Schnitt von maximal 300 Kilometer. Denkt man sich ja, gar kein Problem, 2,5 Stunden gefahren, gell? Das ist richtig, ja. Ne? Aber es kann dir halt passieren, gerade da unten in Albanien, dass es Wege gibt, die hören dann halt einfach irgendwo auf, weil nämlich im Winter die Hälfte von dem Hang halt mal weggerutscht ist. So. Und dann hast du ein Problem, weil dann bist du 70 Kilometer gefahren und kannst dann 70 Kilometer wieder zurückfahren und hast eigentlich null Tageskilometer geschafft. Ne? Du meinst, die Realität und Google Earth sehen meistens ein bisschen anders aus? Ein klein wenig, ja. Wobei ja die Bilder auf Google Earth auch nicht unbedingt aktuell sind. Ne? Das stimmt, die haben ja eine gewisse Verzögerung, teilweise auch bis zum halben Jahr, das heißt, man hinkt hinterher. Genau, also man sollte zwar schon sich ungefähr planen, wo man halt so die Routenpunkte hinsetzt, also gerade was jetzt so abends dann das nächste Hotel ist und so, aber man sollte das halt auch so wählen, dass man das halt irgendwie auch erreichen kann. Vor allen Dingen ist es immer ganz gut, wenn man Plan B hat. Also lieber ein paar mehr Punkte da drauf gesetzt oder Hotels, je nachdem, wie ihr das halt plant. Die halt zu wenig. Ja, so eine gewisse Flexibilität muss einfach gegeben sein, dass man so noch umdenken kann und auch noch was in der Hinterhand hat. Ja, und dann gibt es ja noch so die Sachen, die halt dann da unten in Albanien auch passiert sind, dass halt so das eine oder andere schief geht. Eigentlich ist alles schief gegangen. Ja, was man ja auch noch sagen kann bei der Thematik, dass häufig zu einer Selbstüberschätzung, dass es da einfach zu einer Selbstüberschätzung kommt. Ich würde sagen, wir sind ja selber nicht davor gefeit. Das sieht einfach so aus, dass man sich einfach mehr zutraut, gerade im Gelände, als man eigentlich kann. Das ist ja gerade der Punkt. Ich bin eigentlich da runtergefahren, ich war guter Dinge, also der Balkan-Trip von vor 3 Jahren, der hat super funktioniert, 1A. Und ich dachte mir so, du bist gut vorbereitet. Ja. Und ich war auch eigentlich der Meinung, dass mir sowas nicht passieren kann, weil ich halt gut vorbereitet bin, ne? Eigentlich immer, ne? Und dann kommst du da runter und es passiert irgendwas nicht Vorhersehbares. Und der ganze Plan ist dahin und vor allen Dingen ist es halt so frustrierend, weil du dir halt vorher gedacht hast, so, ach, kann mir nicht passieren. Ne? Und dann stehst du auf einmal da bricht wirklich eine Welt zusammen. Ne? Das glaube ich, das war der Hammer. Ja, vor allem das Problem ist, wenn du da mitten im Nirgendwo stehst, du musst ja auch wieder zurück. Es gibt ja auch wirklich Bereiche, in denen ist die Option einfach zu sagen, ich bleibe jetzt hier stehen und hoffe auf Rettung, die ist da nicht da. Du musst das, entweder nach vorne oder den Weg wieder zurück. Naja, das war ja gerade da der Punkt. Ne? Weil das war halt ein Nationalpark. Da gibt es halt auch Bären und Wölfe. So nebenbei. Und das Hotel, wo wir hin wollten, beziehungsweise die einzigste Stelle in diesem Park, wo man übernachten konnte, waren halt insgesamt eine Fahrstrecke von 150 Kilometer. Hört sich jetzt nicht wirklich viel an, ne? Aber wir waren dann halt zu
in der Dunkelheit waren wir dann da mit einem Motorrad, was kein Licht hatte, ne? Ja. Im Gelände. Das war halt schon sehr. Also ich habe wirklich zwischendurch habe ich mir echt so rechts und links schon mal geguckt, wo stehen die nächsten Bäume, wo kann man Holz machen, weil wenn du da übernachten willst, du brauchst Feuer. Wir hatten ja auch nichts dabei, ne? Ja. Wir waren ja nicht dafür gerüstet, dann da irgendwie mit dem Zelt oder so zu übernachten. Und dann vor allen Dingen, du wolltest da nicht zelten, weil, wie gesagt, das ist halt so eine Sache, ne? Und ja, das war schon, also da habe ich das erste Mal in meinem Leben so wirklich richtig Angst gehabt, ne? Ja. Also das war schon heftig, das war schon eine Grenzerfahrung, kann man schon gar nicht anders sagen. Ja, vor allem, du kannst ja sagen, du bist in so eine Situation gekommen, trotz eigentlich einer relativ guten Planung, die war ja eigentlich solide. Aber trotzdem bist du damit nicht vorgefeit. Also. Nee. Das kann dir halt passieren, ne? Genau, es kann dir passieren. Das ist halt eine Sache der Wahrscheinlichkeit. Ja. Gut, dann würde ich sagen, Punkt 2, der Fehler, den man machen kann, wären Tankstellen. Weil auch die sind in so einer entlegenen Region natürlich überlebenswichtig. Weil, wie du auch schon selber festgestellt hast, es gibt gewisse Tankstellen, die in der Theorie vorhanden sein müssten, in der Praxis dann aber keinen Sprit da haben. Ja, das ist halt der Punkt. Gerade da unten in den Ländern ist es halt Europa. Also gut, Albanien ist jetzt nicht mehr Europa, aber das ist halt immer noch europäischer, also vom Kontinent her gesehen ist es schon noch Europa, ne? Ja, klar. Und man geht eigentlich davon aus, dass man da nirgendwo so tief ins Gelände fahren kann, dass man da nicht so am Abend wieder draußen ist, ne? Ja. Yeah. Aber das ist da tatsächlich der Fall. Vor allen Dingen, das Schlimme ist halt, du kommst da hin und dann hast du eine Tankstelle halt geplant, beziehungsweise die sind halt in Karten verzeichnet und du fährst da vorbei und da ist nichts. Das sieht so aus, als wäre da auch noch nie was gewesen, ne? Ja. Oder was wir halt auch da unten hatten, du kommst an eine Tankstelle und die haben keine Suppe da. Nichts. Ja. Yeah. Null. Da hättest du Diesel kaufen können, aber Sprit gab es keinen, ne? Und vor allem, das ist ja auch was, damit rechnest du nicht. Nein. Du denkst ja automatisch so ein bisschen in den Verhältnis, wie du es gewohnt bist. Ja. Wenn du hast eine Tankstelle mal keinen Sprit hast, das assoziierst du ja mit Krieg oder mit sonstigen Katastrophen. Mhm. Aber man muss sich einfach auf den Gedanken einlassen, dass es in manchen Ländern sogar vielleicht normal ist, in Anführungszeichen. Ja, und dann bist du halt mit einer Enduro unterwegs, wo ein 12-Liter-Tank drauf ist, gell? Mhm. Da ist dann auch nichts mehr mit zurück in den nächsten Ort fahren, wo die letzte Tankstelle war und dann halt nochmal was holen. Weil meistens ist das dann schon so, dass man nicht mehr viel weiter wie 50 Kilometer kommt. Ja, deswegen auch der nächste Punkt. Man sollte eigentlich, wenn man solche Touren macht, jede Tankstelle mitnehmen. Selbst wenn man meint, ach Gott, ich kann das nur hier 3, maximal 4 Liter tanken. Tankt das voll. Ja. Weil es gibt Situationen, da, keine Ahnung, klammert ihr euch an jeden Tropfen, wenn man so möchte. Genau, und nimmt einen Reservekanister mit. Genau, ganz und wichtig. Was noch wichtiger ist, macht den richtig fest auf dem Moped. Ja, auch da hast du eine Geschichte für uns. Ja. Ah ja, das war wie gesagt, also ich hatte das mit dem, aber da kommen wir später nochmal zu. Also ich hatte das mit dem Gepäck ja nicht so wirklich so geplant. Ich hatte in dem Balkan-Trip von vor 3 Jahren, hatte ich halt Satteltaschen dran. Und das ging eigentlich recht gut. Und irgendwie bin ich dann aber auf die Idee gekommen, ich bin ja jetzt hier so der Big YouTuber, ne? Ich müsste mal so alles mitnehmen, was so geht. Ne? Mhm. Und natürlich tut mir auch dann so ein 5 Kilo Laptop nicht neben in der Seitentasche, weil wenn du mit dem Moped mal umfällst, liegt halt das Moped da drauf. Das ist richtig und man will also, ja abends noch schneiden. Genau, also muss das ja on top gepackt werden. Mhm. Weil selbst wenn das Moped umfällt, ist so der Plan, dass er das dann da oben immer noch auf dem Moped ist und nicht neben dem Moped. Ne? Ja. So war der Plan. Dummerweise habe ich das vorher aber gar nicht so probiert, was da so alles rein muss. Also ich hatte alles an Equipment da und ich habe das auch alles mal zwischendurch in die Tasche gepackt. Und ich wollte eigentlich so das Ersatzteillager, was ich ja auch immer mit durch die Gegend schleppe, das wollte ich dann so oben drüber binden. Aber das hat irgendwie nicht so gehalten. Vor allen Dingen war ja dann da auch noch dieser Reservekanister, der auch noch irgendwo hin musste, den ich ja vorher auch nicht so auf dem Plan hatte. Weil ich habe dann so meine Mitstreiter gefragt, ah ja, wie sieht es denn aus? Weil die sind beide halt neue 690er gefahren, KTMs. Und habe ich gefragt, wie sieht es denn mit der Reichweite aus? Ah ja, mir kommen so ungefähr 300 Kilometer. Ich so, oh. Okay. Ja, also
muss ich dann ja wohl noch was mitnehmen, weil so, dass man so ungefähr eine Reichweite erreicht, ne? Das ist schon mal ganz okay. Dann habe ich mir gedacht, ja, nimmst halt 5-Liter-Kanister mit, ist ja gar kein Problem. Ist sowieso immer ganz gut, wenn man mehr dabei hat, ne? Klar. Und ist ja auch nicht so, dass das wiegt ja nichts, ne? Vor allen Dingen, wie gesagt, das war ja dann, ich wollte halt den ganzen anderen Kram dann noch oben drüber schnallen und dann hatte ich dann meinen Reservekanister noch, denn ja, geht irgendwie auch noch hinten dran oder vorne dran oder keine Ahnung was. Getränke sollte man natürlich ja auch noch mitnehmen, ne? Da habe ich mir gedacht, naja, die machst du dann halt vorne dann den Rucksack, ne? Und das ist ja auch kein Problem. Ja, aber so wirklich richtig auf dem Moped, alles zusammen, war das eigentlich nie. Noch nie, ja. Und mir ist dann irgendwann die Zeit ausgegangen, um das irgendwie auch nochmal so alles. Also ich habe dann irgendwann die Taschen, die ich halt drüber hängen wollte, die habe ich dann mal da drüber gehängt, aber das funktionierte Das nicht. war's, ja. Ja, nee, das funktionierte einfach nicht, weil die habe ich nicht Okay. festgekriegt. Die waren halt so mehr oben drauf. Dann ich mir so, ah naja, in der Tasche ist genug Platz, die packst du damit rein, gell? So. Ja. Pustekuchen, oder? Genau. Und den Reservekanister, naja, den wollte ich eigentlich hinten dran machen, aber dann habe ich dann irgendwann festgestellt, dass der hinten dran, kriegst du den gar nicht fest. Jo, also oben drauf. Ja, Ne? So. da war er dann eine Zeit lang und dann war er weg, oder? Ja, wie gesagt, das Problem war ja, ich hatte es ja vorher gar nicht so wirklich probiert. Ich habe den mal da oben drauf gespackst und so. Ja, für auf der Straße ist das Hält okay, gell? schon, ne? Ne, genau. Ja, und dann sind wir dann da unten ins Gelände gefahren. Also die ersten Holperwege. Und dann hat er da hinten halt, war ja nur mit Spanngurten fest, ne? Dann hat er sich halt so ein bisschen da drumrum rausgerödelt und dann hing der auf einmal unten. So, das war schon mal das erste Mal. Ja, und dann habe ich mir gedacht, naja, Gott, spinnst du neben auf die Seite, ne? Ist ja kein Problem. Dann kann er nicht so tief fallen. Ja, der hielt er aber irgendwie auch nicht so wirklich, weil ich hatte auch keine Spanngurte, die ich halt. Das war halt ein normaler Reservekanister, den kannst du nicht irgendwie. Der ist ja rund, gell, mehr oder weniger. Das ist halt oben nur ein Griff dran. Ja, und dann ist der irgendwie halt so ein bisschen runtergerutscht und die Kappe hat halt am Rad geschliffen. Und dann hat die sich halt irgendwann langsam aufgedreht. Ja, dann habe ich irgendwo roch, da war mir so ein bisschen komisch nach Sprit, ne? Und ich gucke so hinten runter, so, nein, scheiße. Und da triefte das da hinten schon raus, ne? Und dann hebe ich den Kanister so ein Stück hoch, so, naja, so 2 Liter, ne, fehlen ungefähr. Aber was noch viel schlimmer war, der Deckel war weg. Weil das war schon alter Kanister und diese, normalerweise ist ja so, dass du den nicht verlieren Die haben kannst, so einen ne? Fangriemen, Genau, genau. und der war durch, der war halt weg, ne? Und da war dieser Scheißdeckel weg. Und es war schöner weißer Kies und der Deckel war natürlich weiß. Weiß, so wie es sein muss, Versteht ja. sich, ne? So, dann hat sich dann einer der Fahrer, die mitgefahren sind, dazu bereit erklärt, den Deckel zu suchen. Oh Mann, ich glaube, da bin ich, ich weiß nicht, ich wäre da, glaube ich, im Boden versunken am liebsten, weil ich gucke dann so hinten an meinem Moped runter, wie ich den Kanister am Festmachen bin und kick so hinten in das Federbein rein und dann hing der Deckel in dem Federbein. Weil dann ist er nämlich vom Profil da in das Federbein reingeschleudert worden, in die Federn, hat sich da verklemmt. Oh Mann. Und der andere ist da, keine Ahnung, nochmal 5 oder 10 Kilometer zurückgefahren und hat diesen Deckel gesucht. Ne? Das hat dann halt auch eine halbe Stunde gedauert, bis der wieder da war. Weil der hat ja auch dann kein Handy, also der konnte nicht ans Handy gehen, ne, während der Ja, Fahrt, das klar. ist ja sowieso nicht gehört. Also das war's. Wie gesagt, so viel zu dem Thema Planung, ne? Ich wollte gerade sagen, das ist lustig, aber in der Situation macht es keinen Spaß. Nein. Jo, unser dritter Punkt wären Mängel und Ersatzteile, wenn man so möchte. Ja, Weil wie schon eigentlich gesagt, bist du also auch da ich. in dem Thema, Ja, ja, genau. würde ich Ich sagen, habe in hier. der Theorie ein gutes Beispiel eigentlich. Also, du gehst da wirklich mit gutem Beispiel voran, weil du bist einer der wenigen, der immer die Kupplung dabei hat, der noch eine extra CDI hat, also eine Zündeinheit, Ja, der genau. eigentlich wirklich die meisten Dinge im Gepäck hat. Und trotzdem lief es auch bei dem Trip richtig daneben, kann man Ja, sagen. ich meine, du nimmst das ja nur mit, damit es nicht kaputt geht. Weil alles, was du Richtig. dabei hast, geht Kann nicht nicht kaputt kaputt. gehen. Das Genau, ist das weiß einfach so. jeder. Das ist Murphy's Law, ne? Das ist halt einfach so. Wenn du eine CDI dabei hast, wird die nie an deinem Motorrad kaputt gehen. Das ist richtig. Und wehe dem, du lässt die einmal daheim, dann geht die kaputt. Das ist halt einfach so. Und mit der Kupplung ist dasselbe. Da haben mich schon viele Leute gefragt, warum schleifst du eine Kupplung mit? Kannst du die denn überhaupt unterwegs wechseln? Also,
ich kann sie wechseln. Aber ich empfehle auch jedem anderen, eine Kupplung mitzunehmen, weil wenn du nämlich im Gelände irgendwo deine Kupplung abrauchst, dann geht halt einfach auch nichts mehr. Das ist genau wie wenn der halt der Kupplungshebel abreißt, ne? Den sollte man halt auch immer dabei haben. Das ist richtig, Hebel. Weil, also, und auch nicht nur ein Satz, sondern ein paar mehr. Ja, Bremshebel ist nicht das Problem. Aber Kupplungshebel, du kannst nicht ohne Kupplung fahren. Das geht nicht. Ja, auf der Straße vielleicht noch, aber im Gelände kannst du es vergessen. Du kriegst sie ja nicht an. Ich habe das auch schon gemacht. Du tust den ersten Gang rein, nimmst einen Anlass und schiebst mit den Beinen ein bisschen. Also im schlimmsten Fall geht es, aber die Nummer kannst du halt im Gelände vergessen. Nee, das kannst du vergessen. Und wie gesagt, dann haben dann so manche Leute gesagt, ja, ich kann sowieso keine Kupplung wechseln, da habe ich überhaupt keinen Plan von. Und ich sagte, ja, es ist aber kein Problem, wenn du eine dabei hast, in irgendeinem Ort findet sich einer, der schraubt dir die da rein. Das ist kein Problem, ne? Das stimmt. Von daher ist es halt immer gut, sowas mitzunehmen. Ja, und es kam dann, wie es kommen musste, bei dir ging das Teil kaputt, wo du keinen Ersatz hattest. Klar, vor allen Dingen, wo ich halt da auch gar nicht so mit gerechnet habe, weil, wie man halt in dem Beispielvideo sieht, ich hatte gar keine Chance, das irgendwie zu analysieren. Das ist halt so das Problem. Und zwar ist halt, die Batterie ist halt einfach abgeraucht. Und wie gesagt, wir sind halt von der Fähre runtergefahren am Vortag. Und das lief noch einwandfrei. Und ich habe ja da auch so einen Voltmeter drin, ne? Also der zeigt dir immer noch 14 Volt an. Und morgens steige ich halt auf den Bock, den ganzen Krempel da drauf geschmissen, alles festgeschnallt und hast du nicht gesehen. Und drück den Starter und dann fängt er halt an zu jodeln und zu jodeln und zu jodeln, aber das Ding ist nicht angesprungen. Also es war minimal zu wenig Strom da, würde ich sagen, um halt die Zündung noch zu bedienen. Ja. Ne? So, und dann springt das nicht an. Und dann hat es halt irgendwann mal durch einen Auspuff geschossen, weil da wohl doch irgendwo so ein Funke war. Ne? Und so 2 Sekunden später drücke ich auf den Anlasserknopf und es kam gar nichts mehr. Null. Und ja, ich konnte mir da überhaupt gar keinen Reim draus machen. Das fühlte sich so an, ob wäre da jetzt irgendwo ein Kabel abgeraucht. Oder halt Masse, Schluss oder sonst irgendwas. Ne? Also ich hätte nie darauf getippt, dass eine Batterie so von jetzt auf gleich sterben kann. Habe ich auch noch nie erlebt. Davon mal ganz abgesehen. Aber im Nachhinein, es war halt nur die Batterie. Tatsächlich nur die Batterie. Ne? Aber das wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht. Ja, und dann ging das dann halt alles so weiter. Dann habe ich erstmal den ganzen Bock auseinandergeschraubt da. Die anderen waren natürlich schon ein bisschen hibbelig, weil die wollten halt fahren, weil wir hatten ja auch ganz gut Tagesprogramm. Das ist halt auch so ein Punkt, ne? Weil irgendwann musst du halt auch mal losfahren. Das ist richtig, ja. Oder du brichst halt ab, was da halt eigentlich das einzig Sinnvolle gewesen wäre. Ja. Aber das wusste man Punkt da. Der Punkt ist ja, da wollen wir auch drauf hinaus, es ist eine Sache, dass man einen Fehler hat, aber es ist eine andere Sache, mit dem Fehler weiterzufahren. Ja. Weil die Geschichte hat auch noch ein etwas böses Erwachen. In dem Moment, wo ihr einen Fehler habt und auch nicht wisst, keine Ahnung, was ist da eigentlich los, aber es ist ein essentielles Bauteil, also es ist die Kupplung oder irgendwas anderes funktioniert nicht mehr richtig, dann ist es ja eigentlich grob fahrlässig, wenn man sagt, ja gut, fahr mal weiter, greif so schön ins Gelände rein. Ja, hier war halt das Problem, ich bin dann halt irgendwann auf den Trichter gekommen, ach, ist ja eine alte Domi, da ist ja noch ein Kickstarter dran, gell? Ja. So, und latsche einmal in diesen scheiß Kickstarter und das Ding springt an. Ja. Sofort, instantly. Ich so, okay, alles klar, wir können losfahren, ne? Überhaupt gar keine Gedanken darum gemacht, dass mir dann vielleicht irgendwann im Gelände, wie schon gesagt, am Anfang, du stehst irgendwo in so einem Scheißhang drin und hast das Ding, bist gerade so noch darum rumgekommen, das irgendwie abzulegen, hängst da schräg an der Wand, du kannst die Kupplung nicht ziehen, weil das Ding sofort nach hinten wegrutscht, weil mit der Vorderbremse hält's nicht. So, und dann stehst du da und hast nur noch einen Kickstarter. Und hast sowieso 20 Kilo Gepäck hinter dir zu viel drauf, ne? Also alles zusammen, was nur geht. Und das passiert dir, das ist mir da nicht nur einmal passiert. An diesem Tag. Das ging laufend so. Also, wir haben zwischendurch, habe ich auch noch 2-3 Mal versucht, das Problem irgendwie zu fixen. Also, wir haben zwischendurch auch nochmal angehalten und ein paar Mal und ich hatte das dann die Batterie nochmal komplett ausgebaut. Wir haben also richtig Zeit verloren. Und irgendwann, wie gesagt, wir hatten insgesamt 150 Kilometer und davon waren über 100 Kilometer reines Gelände.
Also wir sind nicht mal 50 Kilometer Straße gefahren. Ja. Und wie gesagt, wir waren irgendwann mittags um 4, hatten wir nicht mal die Hälfte von diesen 100 Kilometern. Und da wurde es um 6 Uhr dunkel, ne? Und Ja. du hast ein Motorrad, wo keine Batterie funktioniert, wo kein Licht funktioniert und bist in richtig schwerem Gelände unterwegs, weil das war halt schon, das war Hardcore, das war richtig Hardcore. Und wie gesagt, ich habe Joa. zwischendurch ein paar Mal echt gedacht, also hier kommst du nicht mehr raus, gell? Das überlebst du nicht hier. Das war wirklich schon, ja, das war richtig Angst. Also ich hatte so eine Situation hatte ich in meinem Leben vorher noch nicht. Definitiv Joa. nicht. Und dann stehst du halt erstmal da, ne? Und du weißt genau, du musst aber, du musst da durch. Ja. Du hast gar keine andere Möglichkeit. Ja, du musst nach vorne oder du musst zurück, aber du musst weiter. Stehen bleiben Ja, ist ja in dem Moment eben. keine Option. Und ja, zurück ging ja auch nicht mehr, weil da hätte der Sprit, das ist ja der nächste Punkt, da hätte der Sprit nicht mehr gereicht. Weil wir haben da so viel Sprit verbrannt, weil wir halt ein paar Mal auch hin zurückgefahren sind, die anderen zwei schon. Und wie gesagt, wir sind ja auch relativ langsam gefahren, es war relativ hartes Gelände, nur also erste, zweite Gang teilweise. Und da wären sowieso maximal 200 Kilometer drin gewesen. Und wir wussten ja, dass an dem Hotel, da gibt es nichts. Die nächste Tankstelle wäre 250 Kilometer gewesen. Also geplante Tankstelle, wobei wir noch nicht mal wussten, ob es da dann auch Sprit gibt, ne? Oder ob die überhaupt existiert. Das war schon, wie gesagt, da fährst du nicht mehr zurück, das kannst du vergessen. Und dann hatte ich dann zudem noch das Problem, dass wir eigentlich zu wenig Wasser mitgenommen haben, zu wenig Proviant. Also ich hatte 2 Liter dabei oder so, ne? Aber das war nach den ersten 4 Stunden war das weg, weil das war ja nicht geplant, dass ich da jedes Mal, wenn ich irgendwo anhalten wollte, die Karre wieder antreten muss, ne? Und das hat so an den Kräften gezerrt, das Das war glaube der ich, ja. Wahnsinn, ne? Also wie gesagt, wir haben es dann mit Ach und Krach in der Dunkelheit geschafft. Also die anderen zwei sind nachher, also im Prinzip einer hinter mir gefahren, einer vor mir gefahren, damit ich überhaupt irgendwie was gesehen habe. Wobei das auch schon grenzwertig war. Ja, klar. Und das ist halt da nicht so wie hier, dass du mal so einen Feldweg fährst. Ne? Das ist also, da liegen richtige Brocken drin. Das sind Ja, teilweise klar. ausgefahrene Flussbetten und so. Und fahr das mal in der Nacht ohne Licht. Tja. Das, wie gesagt, also, das war eine Situation, Ja. will ich auch nicht mehr haben, muss ich Ich ganz wollte ehrlich sagen. sagen, Das ist. das wünscht mir niemanden, Ne. also das, ja. Und das war schon, also, wir sind an dem Hotel angekommen und. Du warst fertig, oder? Ich habe dann abends im Bett gelegen, habe mir überlegt, wen von denen, die du da unten nicht verstehst, erklärst du jetzt, dass du sein Pickup haben möchtest und dein Moped da drauf und zur Grenze, ne? Einfach nur noch raus hier. Aber das hat sich dann nochmal gefangen. Also wir haben dann morgens dann nochmal Route genau kontrolliert und die Abfahrtsroute war nicht mehr ganz so hart. Und ich habe dann halt wirklich auch da, also wie wir dann wieder auf festen Straßen waren, was ja da unten in Albanien auch nicht immer der Fall ist, ne? Habe ich dann halt auch hat ganz knallhart gesagt, ich breche jetzt hier ab, also ihr könnt ruhig weiter die Tour fahren, aber ich breche jetzt hier ab und fahre dann halt auf dem schnellsten Wege und halt auf geteerten Straßen Richtung Heimat. Weil ich Ab wusste ja einem bis da, gewissen Punkt, ja, ja, wenn es so läuft, was willst du da auch noch machen? eben, Also. ich wusste ja halt auch noch nicht, was es ist. Es hätte ja auch die Lichtmaschine sein können, dass dann halt irgendwann gar nichts mehr geht, ne? Ja, klar. Und das Problem ist halt, gerade da unten in Albanien, du reist halt mit Motorrad ein. Das heißt, du musst auch mit wieder raus. Weil es wird ja bei der Grenze kontrolliert. Das heißt, du hast gar keine Möglichkeit, den Bock dann da zu lassen und zu sagen, ey, ich setze mich halt jetzt in den Flieger und fliege heim, gell? Das Ja, läuft klar. halt nicht. Und du musst halt mindestens mal irgendwo auf europäischen Boden kommen, damit du halt mal einen ADAC anrufen kannst, um die Kiste dann halt da irgendwie wegzukriegen. Oder du musst es halt selbst organisieren, was aber meistens relativ teuer wird. Weil die lassen, also wenn du da irgendjemand brauchst, mit dem Sprinter oder so, wo du sagst, ey, fahr mir das Ding mal zur Grenze oder so, Das kostet, ja. das lassen die sich halt gut bezahlen, ne? Ja. Ja, das Ja. war schon hart. Das glaube ich. Was man auch noch so abschließend sagen kann, das wäre ja Punkt 4, wenn ich das richtig sehe, genau, wäre Equipment und Gepäck.
weil das hat ja die Tour auch unnötig schwer gemacht, drücken wir es mal so. Was du auch vorhin schon erwähnt hast, das Problem war ja, du hast nie wirklich alles zusammen auf dem Moped gehabt. Du hast immer Teile der Ausrüstung mal verladen, aber was wir euch in dem Segment, nennen wir es mal, ans Herz legen möchten, ist, nehmt alles, was ihr mitnehmen möchtet, packt es mal aufs Moped und fahrt damit mal Probe. Am besten geht damit sogar ins Gelände oder macht irgendwie ein Enduro-Fahrtraining, macht irgendwas damit, um einfach die Verhältnisse vor Ort zu simulieren. Weil dann werdet ihr merken, wenn auf einmal, was weiß ich, 15 Kilo Gepäck hinten drauf habt, dass das vielleicht ein bisschen zu viel des Guten ist. Ja, das ist vor allen Dingen sowieso der Punkt. Also, wenn man so eine Tour plant, sollte man sowieso vorher mit dem Motorrad, mit dem man fahren möchte, und mit dem Gepäck, das ist ganz wichtig, wirklich mal auch in das Gelände fahren, wo man hin möchte. Also, wenn man halt wirklich hardcore in Albanien fahren möchte, dann muss man halt mit dieser Montur halt auch mal irgendwo in den Enduro-Park, wo man gleiche Verhältnisse hat. Um halt überhaupt mal zu sehen, wie geht das? Und halte ich das jetzt eine Stunde durch oder kann ich das wirklich eine ganze Woche lang bringen? Nee, eine Woche lang. Das ist genau der Punkt. Selbst wenn du das einen Tag machst und danach bist du für die nächsten 5 Tage tot und du hast aber eine Tour von 10 oder 14 Tagen geplant, dann sollte es ja auch zu denken geben. Ja, wie gesagt, also wenn man in Länder fährt, wo man halt immer noch dann auf Straßen ausweichen kann, ist das halt was anderes. Dann fährt man halt den Rest von der Tour, wenn es halt gar nicht mehr geht, halt auf normalen Straßen. Aber wenn du halt jetzt, keine Ahnung, so eine Tour in die Mongolei oder sonst irgendwo hast, wo es halt gar keine andere Straßen gibt, dann hast du ein Problem. Da kannst du dir das echt nicht leisten, halt konditionell das nicht durchzustehen. Zu können, ja. Ja, es funktioniert halt nicht. Gut. Ja, und ich sehe gerade mit Blick auf das Zeiteisen, wir sind wieder ganz gut fertig geworden. Ich glaube, unser Punkt 4 wäre gewesen, eure Mitstreiter und allgemein die Gruppensynergie, wenn man so möchte, die es im Motorradklicken gibt. Aber vielleicht können wir das ja auslagern und vielleicht sogar ein eigenes Video dem Ganzen widmen, weil das würde es hergeben. Ja, denke ich auch. Also ich muss sagen, die Geschichte, wenn ich die von dir höre, das ist jedes Mal erstaunlich, will ich es mal nennen, weil du hast mich ja auch da um Hilfe gebeten, du hast mich da angeschrieben, hast gemeint, Junge, schau mal den Schaltplan zumindest durch. Ja. Also Schaltdiagramm, wo hier der Fehler liegt. Und auch da, das Problem ist halt, es gibt dann, du kannst es ja nicht auf eins festpinnen, sondern auch da war das Problem, das kann eine Batterie sein, das kann die Lichtmaschine sein und du stehst im Nirgendwo. Was willst du dem raten? Ja. Genau, also ich hoffe, der Kersten hat euch die Geschichte auch schön lebendig rübergebracht. Also mich hat auf jeden Fall erreicht. Im Allgemeinen, wenn ihr Anregungen habt, vielleicht Themen, die ihr hören wollt, Sachen, die wir anders oder besser machen können, dann ab damit in die Kommentare. Nächste Woche wieder bei mir auf dem Kanal. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche, Leute, und bis dahin. Macht's gut. Ciao.